damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von It Takes Two hier bei uns auf dem Konfig-Kanal mit dem Cooper. Hi! Oh, ich wollte gerade zuschlagen, aber mein Hammer ist weg, sehe ich gerade. Aha! Seltsam bist du dein Nägel aber auch. Tyrannie ist vorbei. Zurück weißt du, vielleicht kriegen wir jetzt, weil wir sind auch gerade so ein bisschen im Werkzeugshop, vielleicht bekommen wir ja in jedem Szenario, wo wir sind, ich meine, wir werden sicherlich noch durch mehrere Räume oder sowas gehen, immer andere Tools so. Andere zum Beispiel, ich habe immer noch meinen hier Gürtel, wo den ich... Den hast du zumindest noch, ja. Genau, vielleicht kann ich ja irgendwas anderes reinpacken. Aber falls wir, keine Ahnung, in Schlafzimmer gehen, gibt es dann Dildo und keine Ahnung oder so. Ja, Dildo-Pillen und Peitsche und alles. Oh, Tony Hawk, auf geht's. Oh yeah. Erstmal einen schönen Dog-Slide. Ein hoch, das easy. Damn. Oh, ich hab nur Flitzen gedrückt. Ich hab gesehen, dass da was kommt, aber ich hab dann Flitzen gedrückt, weil es vorher da stand. Natürlich, natürlich. Ich bin alt, das ist Demenz. Absolut verständlich. Okay. Hast du das gerade bei mir gesehen? Nee. Ich bin eigentlich hier schon runtergefallen, aber bei der Hälfte hat es mich dann wieder hochteleportiert auf das Ding drauf. Nice. Oh, Electricity. Ja, auch interessant. Keine Ahnung, was wir irgendwie genommen haben, dass wir jetzt auch Schwerkraft hochsliden können. Ja. Das will ich auf jeden Fall auch. Schön. Stoff zu sehen. Ja, der Grenze bei uns kriegst du los. Scheiß Tschechen-Kacke. Nice. Ich bin jetzt über 5 Jahre weiter als du. Ja, ich bin gerade runtergefahren. Ah, okay. Ich glaube, ich habe den ein bisschen Strom ausgemacht. We need to time this together. Alright, one more time. Was müssen wir jetzt timen? Ah, okay, gut. Ich springe auf die Dinge und du musst auf andere gehen. Da, nee, dreh dich um. Ja. Okay. Da ist die Planke und dann dahin. Dann müssen wir das timen, dass wir gleichzeitig. Okay. Du hast einen kürzeren Weg, das heißt, lass mich erstmal drauf gehen. Alle kommen. Lol. Okay. Wieso, ich brauche eine ganze Weile. Also ich weiß halt nicht. Dass wir wirklich gleichzeitig starten können. Okay. Deswegen. Ja, ich spann mal drauf und ich mache das jetzt 1-2 Sekunden später. Oh, oh. Perfekt. Nice. Erster richtiger Try. Hat gleich funktioniert. Easy. Nice. Bombe-Power-Magie. Ja, und die Mechanik hier mit dem. Okay, diesmal habe ich einen viel kürzeren Weg. Dann oh, das wollte ich eigentlich nicht. Egal, wir haben es trotzdem geschafft. So, jetzt einfach drin. Mal. Interessant. Nice. Nettes Design mit dem Slide-Dinger. Okay, auf dem Fahrrad. Nein, nein. Okay. Nein! Was? Ich bin dreimal vor und zurück. Nice. Alle möglichen Tasten gedrückt. Da müssen wir wahrscheinlich auch synchron springen. 2, 1, los. Okay, und Katze. Hey, look, it's your old binoculars. Amazing! Let's find Rose! Oh, Rose? We need to find her. Oh, yes, I know we look like dolls, but we're actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look! What? In here? All right. Okay. Let's see. Oh! 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 I look dead! Am I dead? You're not dead! Oh. What's going on? Oh, no. Ich schlaf nur, alles gut. What's the matter with us? All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else? Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying.
I know, quite unusual for Rose, but I am 100% sure, because I could see her tears falling onto the dolls. Tears were falling onto the dolls. Oh, wait a minute. I know what happened. It's a spell! Oh, don't be ridiculous, Cody. We've got to apply logic. May, okay? We are having a conversation with the Paramount. Yeah, we can sagen, apply logic. There is no logic in that. For goodness sake, I don't even believe in spells. Okay, well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Exactly. It had to be the tears. It was a spell, I am telling you. Wir müssen sie zum Wein bringen. Quält sie. If it is a spell, how do we break it? Okay, I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space, I need to think. Okay, so, if the spell was cast through her tears, then in order to break it... Oh. In order to break it, we have to reverse it through her tears. Boom! Right. Okay, we basically have to find her and make her cry on us again. Really? Schon ein bisschen. Fine. Ja, interessant. Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room. Er sagt, dass das ein weibliches Fernglas ist. Don't assume a gender. Go on. Okay. Thanks. Come on, May. Oh, but how do we get to her room from here? Easy. We just climb the tree. Das kann er nur. Ja. Auf jeden Fall. Also, du hältst sie fest, ich schlag auf sie ein, bis sie weint. Okay. What? You're never gonna make ich that jump. Ich hole auch den Gürtel raus, so wie immer. Watch me. Ja, ist okay. Ah! Ja, gut. Good job. God damn it! Let me throw the bird! Whoa! Come on over! Well, throw us the rope! It's too far! Cody, where there is love, no distance is too far! Hey! Oh, shut up and just throw us the rope! Okay, okay, no, man, relax! Shut up. Come on, huh? Huh? You want the rope? You want the rope? Come on, you want it? You want it? Come on, come on, take it! Woo! Okay. Ist das Seil meine neue Waffe im Baumkapitel? Haben wir beide eins? Alright, let's swing across. Yeah, but whoa! Ne, wir beide that Steine tree sind. Is huge! Don't worry about it. The ropes will take us to Rose in an instant. Ja, natürlich. Wir werden auf jeden Fall super schnell ankommen. Ich bin mir sehr sicher. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Licht, ein bisschen Freundlichkeit und so. Hey, Marienkrebs. Sieht aber auch schick aus. Spiel natürlich alles auf Ultra. Ich auch. Deswegen sieht echt cool aus, also hier mit der Helligkeit und alles. Das macht es mal schöner anzusehen. Again? Oh, I told Rose not to throw her shoes up here. Oops. Genau, I told her I did that when I was a kid. So you're the guilty one. Ich hab gerade überlegt, wie die richtig heißen, aber Germknödel oder was anderes. Ja, Moment mal. Still got it. Aber cool, dass es da hinten immer noch so ne, verarbeitet wird und so, wo es hinfliegt. Vielleicht war das jetzt ein Achievement, dass du das irgendwo bestimmtes hinwerfen musst. Leider nicht. Ich schätze mal, die Ameisen zeigen uns bestimmt noch so ein bisschen den Weg oder so. Ich meine, so viel Auswahl gibt es ja auch gerade noch nicht, aber... Ja, wollte gerade so hoch hin. Das ist wieder so ein Vogel für den Spender. Ja, bestimmt früher oder später auch noch für irgendwelche Tiere treffen, die uns ficken. Ja, definitiv. No? 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 Why do you ask? There are windows. Oh. Who could have built those? Echt mal, hast du nie ein Treehouse gebaut, ey. Kackfahrt. Schlagen reicht aus. Hättest ja auch im Baumhaus schlagen können. Hätte vielleicht keiner mitbekommen. Außer das Fernglas vielleicht, wer weiß. Wir müssen das Fernglas auch entzünden. Das weiß ich zu viel. Keine Zeugen. Hey, there's our swing!
Finally a use for that thing. Wer hat denn hier oben eine Schaukel? Sind die lebensmüde? Ach, da unten ist der Reifen. Ich dachte schon, das ist hier das Brett, wo man sich draufsetzt. So. Ich dachte schon, was ist das für eine Schaukel? For fuck's sake. Super sicher für Kinder von 0 bis 3. So, ja, da ist auch ein offenes Fenster. Ich weiß mal, ins Fenster rein. Here we go. Ich glaube, man kann hier nicht ziehen. Eindeutig. Nein! Aber vielleicht ist es ja ein Achievement, alle Papierflieger zu finden. Ja, das werden wir dann wohl sehen. Go, Cooper. Go, Cooper. Sis hat ihm schon geholfen. Ja. Das stimmt sogar. I don't see a way to get to Rose's room yet. Let's get higher! Oh, okay. Woo! Diese Pilze fuchsen. Klingt wie die Nachts. Was? Ich dachte, ich schnarche. Atlas, superhero with a rope! You're a clayman with a rope. Yeah, beware the clayman! Ah, du musst da oben entlang. Okay, ja, ich kann aber auch hier unten. Ah, ne, ich bin jetzt wieder hier am Anfang. Ja, bist wieder zurück, ja. Tja. Jetzt kommt wieder ein gemein Kommentar. Nur weil ich furze, rülpse, schnarche. Jetzt nicht. Bin ich wieder hier. Ah, nice. Hui, auf die Vögel, komm an. Is that our pot lid? What's it doing up here? Looks like a pulley controls it. Warum ist der Deckel da? Das ist eine gute Frage. Wer hat das hier gebaut? Weiß ich. Hey, look, Cody, a door. A door so, and a tree? I don't like it. We gotta get to Rose's room. Come on, you see how far away it is? Yes, I can see how far away it is. That's why we gotta keep moving. Yeah, maybe there's someone inside who can help us. Really? Ja, uns töten möchte. Und dann Night of the Rabbit. Point and click. What are you doing? We don't know what's inside there. Come on, it might be a shortcut to the house. Yeah, but what if it's not? What if it's... Who sent you? No one. We come in peace. We're trying to get to the house. The house? What's your business there? We haven't got time for this. Is this a shortcut or not? Mein Hammer nicht mehr. I told you this was a bad idea. Not helpful. Come on, help me push. It's too heavy. Why the glass jar? Well, at least we can see through it. Oh, that's great, May. We're imprisoned, but the view is amazing. So die positiven Dinge sehen. Ja. Früher oder später werden wir da wahrscheinlich schon drunter ersticken, aber ja. Dad, I have to tell you something. Dad, it's important. Er ist tot. Have you heard of this book by Dr. Hakim? Leider. He says that it's important to forgive each other. Because then you can become friends again. Ja, ich vergib dir, wenn du mir ein Bier bringst. Das hat die Fresse, um hier rauszugehören. Ja, was ein Vater ignoriert seine Tochter einfach, ey. Ja. Okay. Macht Scheiß auf sie. Yippee. Echt mal. Sorry. Ah, es hört dich besser. Das Bier kommt, sonst gibt's die Peitsche wieder. Ich bin ein guter Vater. Definitiv. Cody, are you okay? Yeah, been better, but I'm okay. Nice, jetzt werden wir schon schön gefoltert. Ah, vielleicht kriegen wir da ein Achievement. Schön. Are you working for the Wasps? What? The Wasps? Don't play dumb. Did they send you here to kill us? What? Kill you? No! We're not working for any Wasps! We'll see you inside, Jurassic. Pull a switch. You got it, Chief. Ich dachte, Eichhörnchen sind niedlich. Oh, get away, get away, get away! Weißt du, der will uns interagieren, wo wir für die Wespen arbeiten, dann schickt der Wespe auf uns. Ja, hab ich doch gerade gefragt. Boss, it doesn't look like they're on the Wasps team. And why don't they die? Maybe they have superpowers. What if they can help us? Yeah. Let's find out. Abort. Ja, nachdem wir uns töten wollten, bin ich voll in der Mut, denen zu helfen. Ja. Are you okay? Yeah, you? Yeah, just about. That was terrible. Horrendous.
Hey! Hi! Come here! Oh, hey! Oh my gosh. Hey there, Mr. Big Squirrel. Wow. Nice shot. So, you want to get to the house? Sounds yes. Nice to me, Mouse. We can get you there. Really? You? That's very, kind. On one condition. What do you mean? Follow me. May, come on, this is a terrible idea. Come on, Cody. I don't want to. I can switch to easy. So, ich bin unsterblich. Diese Form ist viel besser als mein alter menschlicher Körper. Ha. Wow, they must be real hoarders. Hey, mate, that's our remote control. They stole it. Those sneaky rodents. Look, our family photos. What could they want with those? I don't know, but we look good. Hey, that's my underwear. Oh, hardly a loss. Mit Bremsspuren. You used to love that underwear. Used to. The wasps have invaded our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? We can't kill those crazy creatures, you nuts. No offense. Don't worry, you'll just survive two of them. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology, the tree sap Hapshiki 57. Oh. Okay. Oh. Combined with a Drill Bazaar X200. Die haben es auch mit ihren X200. Jo, alles klar. Jo. Ja, natürlich kriegst du wieder den Trick. We sent an undercover agent who could operate. Kriegst du die Chiss-Kanone. As planned, the wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So. Kill the wasps and the agent in the robot, and we'll help you get to the house. Understood? Yeah, sure, but isn't there a more civilized way that we can move? Ich glaube, das heißt nein. Würde ich auch sagen. Aber ich hasse ihr Wespen mal so. I really don't want to have to kill giant wasps. Well, you wouldn't have to if you'd cleaned out the hive. What? What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me, that was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. You know what? I can't wait to get back to my real body so that we can get divorced. Oh, me too. Ich dachte, du bist zu schlau. May, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. What, you mean these homemade squirrel DIY drill bazzer tap shiky things? You saw how powerful they are. Let's drill baz. Okay. Wie weit sind wir im Part? Ja, 19 Minuten. Ich denke auch, da wir im letzten Part eine halbe Stunde hatten, können wir uns vielleicht auch die Minute einsparen. Wieso ist die Explosion jetzt nicht mehr so geil? Wahrscheinlich, weil ich auf deinen Schiss schießen muss, dass die Explosion so geil wird. Ja. Oh, jawohl, ja! Im Schlafzimmer sah das nie so aus. Ich hab keine Ahnung, wo ich drauf schießen soll. Immer bist du zufrieden. Ja. Gut, schau mal, ich kann extra für dich raus. So. Guck mal, das sind meine zwei Mega-Hoden hier, siehst du? Ja, warte, du musst weiter links gehen, da kannst du vielleicht durchschießen. Auf jeden Fall hatte ich was von deinem Schiss bei mir drüben. Das kommt an. Ja.
Ich bin deinem kompletten Schiss verschwunden. Ich kann nicht atmen. Jawoll! Ja gut, wir haben auch wieder in diesem Part für die Jugendfreundlichkeit gesorgt. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir auch bei 20 Minuten angekommen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus Coopers Perspektive. Aber das macht ja bei diesem Let's Play keinen Unterschied. Von daher, bis dann und ciao. Ciao.